Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Gerade im ländlichen Raum gilt das Auto als unverzichtbar. Allerdings bei vollgepackten Straßen möchte heutzutage keiner unterwegs sein. Nicht zuletzt Grund dafür, dass der öffentliche Personennahverkehr auch in unserer Region sich gut entwickelt. Allen voran natürlich die Bahn, auch der Bus und ganz speziell hier am Bodensee der Katamaran. Alles fit bei Bus und Bahn. Die letzte Bilanz der Bodensee-Oberschwabenbahn kann sich sehen lassen. Jahresgewinn 651.000 Euro. Im Jahr zuvor waren es nur 47.000. Die Bahn wird immer beliebter. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fahrgastzahlen noch einmal um 1,3% gestiegen. Über 5.000 Menschen steigen täglich ein. Ein Grund dafür ist auch die Zuverlässigkeit der Geißbockbahn, wie sie genannt wird. 96,6% der Züge zwischen Friedrichshafen und Aulendorf sind pünktlich. Gute Nachrichten auch vom Katamaran. Die Linie Friedrichshafen-Konstanz steht vor einer schwarzen Null. Bedeutet, die Gewinnzone ist in Sicht. 1.300 Passagiere nutzen die schnelle Verbindung über den Bodensee. Apropos schnelle Verbindung. Endlich wurde die Elektrifizierung beschlossen. Ab 2021 werden zwischen Lindau und Ulm keine Dieselloks mehr fahren. Die Zugverbindung wird sauberer und schneller. Nach entsprechenden Umbaumaßnahmen ist auch die Bahn dann endlich im neuen Jahrtausend angekommen. Über das Thema Nahverkehr in der Region möchten wir uns heute unterhalten bei Chefsache. Unser Gast im Studio ist Norbert Schültke, er ist Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See und Geschäftsführer der Bodensee-Oberschwabenbahn, des Stadtverkehrs in Friedrichshafen, sowohl des Katamarans. Eine ganze Menge Titel kriegt man fast alles nicht auf die Visitenkarte. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Benzmann. Danke. Wissen Sie, was ich so ungewöhnlich finde? Da fliegen Menschen ins Weltall und bei uns in der Region unterhält man sich noch darüber, ob die Diesellok wegkommt im Jahr 2021. Warum dauert denn das so lang? Ja, für die Infrastruktur auf der Bahn ist zunächst einmal der Bund zuständig und es hat lange gedauert und war eben auch erst dadurch möglich, dass die Gemeinden aus der Region und die Landkreise die Planung vorfinanziert haben und am Ende der Bund und das Land eine Kooperation abgeschlossen haben, um diese Elektrifizierung in die Tat umzusetzen. Diese Planung in Deutschland dauern Planungen leider sehr lange. Längst überfällig, auch Ihrer Meinung nach? Ja, ganz eindeutig. Was wird denn dann der Mensch hier in der Region davon haben, wenn denn dann die Bahn elektrifiziert ist, abgesehen davon, dass man halt nicht mehr den Dieselgestank in der Luft hat? Ja, man ist deutlich schneller in Stuttgart vom Bodensee aus. Man spart fast eine Dreiviertelstunde in einer Richtung. Das ist schon sensationell. Und wir werden vom Zeitraum her, von früh morgens bis spät abends, noch ein intensiveres, umfangreicheres Angebot haben. Das Land wird dann die Verkehre jetzt ausschreiben, sodass wir in der Region noch mehr Angebote auf der Schiene haben werden als heute. Wenn wir über das Thema Nahverkehr sprechen, kann natürlich jeder mitschwätzen, weil jeder ist mal in einer großen Stadt und dort fährt rund um die Uhr im Prinzip alles. Dann kommst du wieder nach Hause und dann denkst du, was ist denn hier los? Ja, das ist nachvollziehbar, menschlich nachvollziehbar, aber praktisch natürlich muss man es schon unterscheiden. Wir haben in der Großstadt viele Menschen, die auf ein Auto verzichten können. Berlin hat 300 Pkw pro 1000 Einwohner in der Innenstadt. Wir haben über 650 in unserer Region. Und das zeigt schon allein, jeder, der ein Auto hat, nutzt es natürlich zuerst mal, weil er individuell mobil ist. Ganz klar. Aber der Nahverkehr selbst ist letztendlich ja auch nicht unbedingt so einfach zu beschreiten. Auch bei Ihnen haben wir jetzt vorhin im Einspielfilm gesehen, ein gutes Ergebnis. Aber es gab auch Jahre, da sah es ganz anders aus. Das ist richtig. Also wenn man jetzt beispielsweise die Zeiträume, wo auch große Investitionen notwendig sind, Neuanschaffungen von Fahrzeugen bei der BOB zum Beispiel nimmt oder die ersten Jahre des Katamarans. Dort ist natürlich am Anfang noch nicht so viel Geld zu verdienen und man ist weit weg von einem Kostendeckungsgrad von 100%, den wir fast beim Katamaranis erreicht haben und bei der Bodensee-Oberschwabenbahn sogar im vergangenen Jahr einen Plus gemacht haben. Wie hat sich denn die Mobilität hier in der Region verändert? Wir alle kennen, wenn wir mit den Autos unterwegs sind, Sie sagen es selbst, wie viele Autos hier pro 1000 letztendlich in der Region vertreten sind. Naja, es macht nicht mehr Spaß, auf den Straßen unterwegs zu sein. Merkt man das dann auch im Nahverkehr, dass der Trend steigt hin zu Bus und Bahn? Das ist sehr wohl der Fall und da freuen wir uns auch drüber. Und das ist auch für die Umwelt gut so. Wir haben ja eine steigende Pendlerzahl, auch gerade in der Bodensee-Oberschwabenbahn. Wir haben ja jeden Tag über 5.100 Fahrgäste. Man hat mal prognostiziert 1.750. Das zeigt ja schon, dass wir uns da richtig gut entwickelt haben und mit einer zuverlässigen Bahn auch ein gutes Angebot bieten. Ja, die Frage
Frage ist ja auch immer, wann wird ein Angebot wahrgenommen? Natürlich muss es erstmal da sein, dass die Leute überhaupt es annehmen können. Ein großer Diskussionspunkt war immer schon der Katamaran in der Region. Niemand wollte so richtig dran glauben, bis auf das Stadtwerk am See, damals noch die technischen Werke in Friedrichshafen und auch die Stadtwerke in Konstanz. Mittlerweile kann man durchaus sagen, ein Erfolgsprodukt. Was alles hinter dem Katamaran steckt, liebe Zuschauer, und noch viel mehr, dazu gleich hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Unser Thema heute ist Nahverkehr in der Region. Und zu Gast ist Norbert Schültke, der den Bereich Mobilität beim Stadtwerk am See verantwortet. Ein sehr großer Bereich, der nicht nur Bus und Bahn hängt dran, sondern auch der Katamaran. Ja, die Schnellbootverbindung auf dem Bodensee. Ein Projekt, welches ganz, ganz schwer erstmal überhaupt ins Leben gerufen worden ist. Viele, viele haben geunkt, das wird nichts, das ist ein Rohrkrepierer. Jetzt hatten Sie erst vor wenigen Wochen die Zahlen vorgestellt, im Prinzip fast Kostendeckung. Was war das Erfolgsgeheimnis? Einfach mal einen langen Atem haben? Das auf jeden Fall. Wenn man eine neue Verkehrsform anbietet, dann muss man auch Mut haben, die anzubieten und da einzusteigen. Wir haben jetzt durch viel flexiblere Angebote, viel mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse auch der Fahrgäste, im Sommer andere Tarife, im Winter andere Tarife, Kombitarife, ganz attraktive Verknüpfungen auch an die anderen Verkehrsmittel, die am Hafen in Konstanz oder am Hafen in Friedrichshafen, die BOP als Beispiel, direkt den nächsten Anschluss ermöglichen. All das hat dazu geführt, dass wir jetzt 450.000 Fahrgäste im Jahr haben. Das Erstaunliche war ja tatsächlich auch, dass die Menschen nicht so wirklich dran geglaubt haben, dass das eine Bodenseeufer von dem anderen Bodenseeufer was wissen möchte, Konstanz und Friedrichshafen miteinander zu verbinden. Wer fährt denn heute mit dem Katamaran? Sind das alles nur Touristen? Nein, wir haben mittlerweile wirklich vierstellige Pendlerzahlen. Und das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig für uns, dass wir auch im Winter eine vernünftige Auslastung haben. Das ganze System ist natürlich sehr stark bestimmt auch durch die touristischen Ansprüche im Sommer. Da ist die Hochsaison, ist ganz klar. Aber wir bedienen auch sogar Schülerverkehre und Berufsverkehre. Also das ist mittlerweile breiter aufgestellt, als es ursprünglich mal angedacht war. Der Nahverkehrsreisende von heute, der möchte natürlich verwöhnt und umgarnt sein. Er möchte beispielsweise auf dem Katamaran sein, Kaffee trinken. Natürlich ist WLAN Pflicht. Inwiefern können Sie auch als lokales, regionales Stadtwerk all diese Dienstleistungen anbieten in den jeweiligen Verkehrsformen? Ja, das ist heute auch unser Anspruch an uns selber, für den Kunden da zu sein und auch die modernen Dienstleistungen, wie Sie eben angesprochen haben, auch konkret anzubieten. Wir sind als erstes Stadtverkehrsunternehmen flächendeckend mit WLAN unterwegs seit Anfang des Jahres. Und das war schon toll, dass selbst vor Beginn der eigentlichen Inbetriebnahme mit dem Pressetermin schon mehrere tausend Jugendliche, insbesondere WLAN, praktisch genutzt haben. Ja. Wir kennen das alle, wenn wir den Nahverkehr nutzen in irgendeiner anderen Stadt. Du kommst dann irgendwann mit dem Zug oder mit dem Bus an und dann musst du erst mal warten, bis es wieder weitergeht. Nun ist ja hier die Situation, dass Sie im Prinzip in der Region Bodensee-Oberschwaben alle Verkehrsmittel im Nahverkehr bedienen. Inwiefern sind die denn auch miteinander flexibel abgestimmt und können auch auf Höhen und Spitzen reagieren? Genau das ist unsere Aufgabe, das immer wieder nachzujustieren, immer wieder auf die Bedürfnisse zu reagieren. Im Winter beispielsweise auch Verstärkerbusse einzusetzen, wenn dann mal Schnee liegt, was schon ab und zu mal vorkommt wie dieses Jahr. Oder auch die An- und Abfahrtszeiten jeweils aufeinander abzustimmen, sodass man beispielsweise aus dem Ravensburger Raum mit der BOB an den Katamaran-Anleger fahren kann, dort umsteigen nach Konstanz, dort weiter nach Zürich. Das ist auch so organisiert und das Ganze muss natürlich modern gestaltet werden. Wir wollen das auch Echtzeitinformationen entwickeln, dass der Kunde auch weiß unterwegs, aha, den Anschluss kriege ich, so und so viele Minuten muss ich nur noch warten und dann kommt der Nächste, mit dem ich dann weiterfahren kann. Wie sieht denn bei Ihnen persönlich dann so ein Arbeitstag auf? Haben Sie mal die Kapitänsmütze auf, dann die Zugfahrermütze und so weiter? Das stellt man sich so vor, aber wir sind ja
eher die planerischen Instrumente näher als tatsächlich das Schifferpatent. Von daher macht es sehr, sehr viel Spaß, diesen sehr vielfältigen Beruf und die vielfältigen Funktionen auch auszuüben. Aber jetzt einen Katamaran zu steuern, das traue ich mir doch nicht zu. Ja. Lassen Sie uns doch mal noch ein bisschen in die Kristallkugel reinschauen. Die Region in 10 Jahren, es werden wahrscheinlich nicht weniger Autos werden, sondern eher mehr. Wie werde ich denn künftig, egal als Pendler oder auch als Tourist, durch diese Region schiffen und manövrieren können, dass nicht die Nerven auf der Straße liegen? Ja, wir werden auch daran arbeiten, so wie es viele andere auch mit uns als Partner tun, dass wir, ich habe es vorhin schon angedeutet, in der Zeit, in der Echtzeit Informationen anbieten können, die dann einem zeigen, ich komme mit dem Verkehrsmittel von A nach B und kann dann von B nach C weiterfahren. Das muss alles perfekt organisiert werden, das Ganze möglichst nur mit einem Ticket, das auch per Handy direkt gebucht werden kann, also dass ich unglaublich flexibel unterwegs sein kann, mobil sein kann und spontan meine Entscheidungen treffen kann, meine Mobilität zu organisieren. Das ist unsere Herausforderung für die Zukunft. Sagen Sie, in der Branche, abschließende Frage, kennt man sich natürlich, wenn jetzt Ihre Kollegen aus den Großstädten zu Ihnen runterschauen an den See, manchmal hat man ja so ein bisschen verklärten Blick und sagt, ach, da geht ja relativ wenig. Ist da auch ein bisschen Neid mit dabei, wenn man sieht, was Sie hier mit Ihrer Mannschaft auf die Beine stellen? Ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ja? Also Neid ist schon das Stück dabei und jeder, der bei uns mal vorbeiguckt, der will auch mindestens einmal über den See gefahren sein. Also das ist schon was Besonderes, dass man neben einem Eisenbahnverkehrsunternehmen einen Stadtbus und einen Katamaran gleichzeitig steuern darf. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie uns diese spannenden Einblicke in Ihr Unternehmen gegeben haben. Sehr gerne, danke. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder hier bei Chefsache. Heute zum Thema Nahverkehr, speziell in der Bodenseeregion mit einem recht ungewöhnlich aufgestellten Unternehmen. Mich würde es freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.